Peter, logisch. Wenn der April schon macht, was er will, dann machen wir das auch. Ja, barfuß im Studio, das ist dann doch auch für mich eine Premiere. Und die gibt es auch bei der St. Galler Kantonalbank. Sie feiern ihren 150. Geburtstag und schenken der Region und den Mitmenschen den. Sie unterstützt nämlich 39 verschiedene Projekte mit 7 Millionen Franken, die dann allen zu gut kommen. Die Angelika Rotfuchs schaut, wie weit die Projekte schon sind und ist heute hier dafür Zerisau. Herzlich willkommen hier aus Herisau. In unserer Sendung geht es heute ans Eingemachte. In Wittenbach gibt es nämlich im Moment zwei Pfadiheime, ein altes und ein neues. Darum geht es am Alten jetzt an den Kragen. Am Freiwilligen Tag von der St. Galler Kantonalbank ziehen alle an einem Strick, oder besser gesagt, alle zehren am alten Pfadiheim. Das alte Pfadiheim können wir nicht mehr brauchen. Einerseits aus feuerpolizeilichen Gründen hat man das nicht mehr dürfen benutzen. Und andererseits stört es natürlich die Aussicht vom neuen Pfadiheim. Und darum ist es gut, wenn wir einen Teil wenigstens, den Teil, den wir nicht mehr brauchen, den reissen wir ab. Und im anderen Teil, wo noch stehen bleibt, gibt es einen Geräteschuppen. Wir haben jetzt heute Morgen angefangen, die Wände rauszurupfen auf der Seite. Und ich war auf dem Dach oben gewesen, und da haben wir eigentlich das Dach freigelegt. Das sind so die Tätigkeiten, die wir heute gemacht haben. Die Atmosphäre ist super, die Leute arbeiten gerne mit, das sieht man, sie lassen gerne Dampf ab. Und das Team ist ja heute Morgen zusammengewürfelt worden. Es gibt so einen Zusammenhalt in dieser kurzen Zeit, das ist wirklich gruppendynamisch sehr spannend. Bis jetzt sind wir super dran, wir sind eigentlich auf der Zielgerade. Also das Alt-Pfadiheim hier wird noch abgerupft und dann nachher ist eigentlich noch der Innenausbau, den wir fertig machen beim neuen Pfadiheim. Und am 2. Juni ist ja dann schon der Rücken. Sehr interessant. Ich interessiere mich sowieso für das örtliche Geschehen hier umeinander. Ich komme aus der Natur, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und dann ist das natürlich eine super Gelegenheit, um mal richtig anpacken zu können. Wenn wir den ganzen Tag im Büro arbeiten, dann ist es mal eine Abwechslung, um hier mal mit Ruhe und Gewalt, mit den Händen zu arbeiten. Ich denke mir, ich weiss dann auch am Abend, was man gemacht hat, den ganzen Tag. Ich finde es eine gute Sache, dass es hier ein neues Pfadiheim gibt. Es gibt sicher wieder ein bisschen Ansporn, auch für die Zukunft. Vielleicht wieder mehr Interessierte, die hier mitmachen. Ja, finde ich eine gute Sache. Pfadfinder haben als grossen Vorteil ein Heim, das sie im Sommer und im Winter gut nutzen können, das heizbar ist. Sie haben eigene Abteilungsräume für ihr Material. Und es gibt einfach auch Übernachtungsgelegenheiten. Das war vorher nicht mehr möglich gewesen. Den alten Pfadiheim hat nicht mehr Türen übernachten. Und wir sind froh, dass wir etwas so Lässiges den Aktiven übergeben können, das dann genutzt werden kann. Es braucht sicher noch 2-3 Tage, bis es dann komplett abgerissen ist. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber den gröbsten Teil haben wir jetzt sicher machen können. Nicht nur in Wittenbach sind die zerstörungsfreudigen Helfer mit Werkzeugen ausgerüstet, sondern auch hier in Herisau haben klein und gross eine Schaufel dabei. Und das aus gutem Grund. Heute findet nämlich der Spatenstich statt zum Generationenspielplatz, eine Insel für Herisau. Ein weiteres Projekt, das die St. Galler Kantonalbank im Rahmen von ihrem 150-Jahr-Jubiläum unterstützt. Ist jetzt der Initiant Glenn Ackeler und wir wollen natürlich wissen, wer hat denn die zündende Idee zu dem Projekt gehabt?
Also die zündende Idee war ursprünglich bei der CVP, die sich für einen Familienspielplatz einsetzen wollte. Und dann hat sich das etabliert. Man hatte eine Zukunftswerkstatt, eine Grossangeleitung in Herisau. Und da sind verschiedene andere Mitinitianten dazugestossen. Dann hat man das politisch auf neutralen Boden gebracht und hat dann den Verein Spielinsel gegründet. Und da war dann eigentlich der Startschuss zum heutigen Projekt. Spaghetti! Wir haben durch die St. Gallo Kantonalbank mit dem Ideenwettbewerb natürlich einen riesen Aufwind bekommen. Den haben wir ausgenutzt und dann aber trotzdem noch mal gute 350'000 Franken neben den 100'000 müssen sammeln. Und das war sicher eine grosse Herausforderung. Nach dem Planungsstift ist jetzt endlich der Bagger zum Einsatz gekommen. Der Projektgötti, der Marc Gostner, ist heute mit dabei. Was war das für ein Gefühl, wo es endlich losgegangen ist? Ja, ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass es heute losgeht, nach dieser langen Planungsphase von über 2 Jahren, als ich dabei war. Bei der Kantonalbank hat jedes von diesen Jubiläumsprojekten ein Projektgötti. Ihnen ist das Projekt zugeteilt worden. Inwiefern ist man da involviert? Was sind Ihre Aufgaben? Also wir haben die Aufgabe, das Projekt zu begleiten. Einerseits tun wir alle 3 Monate mit dem Projektinitiant zusammensitzen, gehen miteinander den aktuellen Stand durch, schauen vielleicht die Risiken an, wo sind auch die Chancen jetzt, wo ist der aktuelle Stand, Meilensteine, die jetzt kommen. Heute war definitiv ein Freudentag. Jetzt geht es los. Die Bauzeit rechnet man rund 2 bis 3 Monate. Dann dürfte ein grosser Teil des Generationenplatz bereits stehen. Vor der Sommerferien, wo man einen Teil bereits der Öffentlichkeit übergeben kann. Und irgendwo August, September, da wird nächstens bestimmt, werden wir ein richtiges Eröffnungsfest machen. Letzten Freitag macht das Kulturcontainerdorf Zwattwil zum ersten Mal die Tür auf für die Öffentlichkeit. Das kulturelle Angebot begeistert Jung und Alt. Die Kulturcontainer touren bis im September durch die Ostschweiz und besuchen 11 verschiedene Ortschaften. Nächster Stopp ist am 4. Mai Zapperswil. Das Projekt Brachenlachen St. Gallen lädt in der Frühlingsferie zu einer Spiel- und Werkwoche. Kinder von 4 bis 12 profitieren vom kostenlosen Angebot und amüsieren sich bestens. Im Vordergrund von dieser fordernden und sinnvollen Freizeitbeschäftigung steht der soziale Austausch, Kreativität und das Spielen. Zum Abschluss von dieser Woche feiert klein und gross ein Fest. Das war es mit dem neuesten von den Jubiläumsprojekten der St. Galler Kantonalbank. Mehr Informationen finden Sie auf www.150jahre.ch. Die nächste Sendung gibt es dann am 14. Mai. Dort berichten wir unter anderem von der Einweihung vom Pumptrack Mittelrheintal. In dem Sinn, adieu miteinander.